Das wird ja auch wieder kontrolliert. Einmal reicht. Mehr brauchen sie nicht. Drecksfotzen, die, ey. Ich bin live, gell? Ich bin live. Du musst deine Chipkarten woanders hinpassen, was? Ich bin live, gell? Hey! Sag ich grüß Deutschland! Ich wusste nicht, wenn man etwas ausdrücken würde, weil das Megafon hat nicht so eine extrem weite Reichweite. Guck mal den Papierknall raus, das klingt so verstopft, das Ding. Und versuch's ohne, geht aus. Das klingt schon anders. Da muss erst die Dose rumgehen. Wenn er die Batterie hätte, was sagt, hätte er das jetzt seit Mittwoch. Nein. Aber wir haben uns heute hier versammelt, um zu dem Anlassen, dass die Werte Polizei und Staatsanwaltschaft heute Morgen wieder einmal Hausdurchsuchungen bei Camp 21 durchgeführt hat. Wir haben jetzt auch hier die offizielle Presseerklärung von Camp 21 da, die werden wir auch verlesen. Gegen später wird noch Matthias von Hermann kommen und wird dann noch die DPA-Meldung bezüglich des angeblichen Bombenfundes verlesen. Wo man hier auch schön sieht, Achtung, hier fürchterliche Bombe, abgeworfen von den Projektalliierten während der letzten Wochen von Stuttgart 21 im August 2011. Presseerklärung von Camp 21 zu erneuten Hausdurchsuchungen bei freien Journalisten in Stuttgart am 12. August 2011. Am heutigen Freitagmorgen, den 12. August, wurden weitere vier Mitglieder der Gruppe von freien Journalisten von Camp 21 durchsucht und technische Ausstattung beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde verlangt, eine Live-Videoaufzeichnung einer der Hausdurchsuchungen in Anwesenheit der Beamten zu löschen. Die Mitglieder von Camp 21 verstehen ihr Engagement in der Dokumentation der Vorgänge rund um das Projekt Stuttgart 21. Die Arbeit findet auf Grundlage von Artikel 5 Absatz 1 Scheibe 2 Grundgesetz statt. Die am 20. Juni im Zusammenhang mit den Vorfällen am Grundwassermanagement erstellten Videos sind mit dem Anspruch der Dokumentation der Ereignisse auf Basis der journalistischen Tätigkeit begründet. Camps 21 Mitglieder haben sich zu jeder Zeit ausnahmslos passiv verhalten. Die nun erfolgten Hausdurchsuchungen zum Zweck der Sicherung von Beweisen stehen in keinem ausreichenden Verhältnis zum mutmaßlichen Erfolg. Der Eingriff in den Bereich der Privatwohnungen der Kameraleute steht nach Ansicht des Camps 21-Teams auf rechtlich fraglichem Fundament, zumal die vermuteten Beweismittel nicht einmal im Vorfeld angefragt wurden und selbstverständlich und vollumfänglich zur Verfügung gestellt worden wären. Das Vorgehen der Stuttgarter Polizei und der Staatsanwaltschaft stellt nach Ansicht des Camps 21-Teams einen überzogenen Eingriff in die eigenen journalistischen Tätigkeiten dar. Es liegt der Eindruck nahe, dass zusätzlich zur starken Präsenz von Polizeikräften vor Ort an den Baustellen des Projekts ein Druck auf den organisierten Widerstand und der dazugehörigen freien Berichterstattung aufgebaut werden soll. Camps 21 zeigt Livestreams von mobilen Kameras direkt und via Internet vor Ort vom Geschehen rund um das Projekt Stuttgart 21. Unabhängig von der Thematik berichtet Camps 21 auch von anderen Ereignissen, zum Beispiel aus Berlin und Hamburg, und veranstaltet Workshops zur Weitergabe des technischen Wissens an Interessierte. In Zeiten einseitiger und viel zu offensichtlich gesteuerter Berichterstattung durch den Medien-Mainstream wird es immer wichtiger, an ungefilterte Informationen und Fakten heranzukommen. Camps 21 verfolgt bei diesem Thema
genau wie das Team von Flügel TV, den Anspruch, interessierten Bürgern dies ohne den Druck eines Sendeplans und in angemessener Länge zu ermöglichen. Selbstverständlich immer deutlich als Presse gekennzeichnet, mit Redaktionsausweis und unter Beachtung des Pressekodex des Deutschen Presserates. Man merkt, die Polizei und die Staatsanwaltschaft versucht immer mehr an Beweismaterial ranzukommen, welche auch öffentlich im Internet zu finden ist. Man muss bedenken, alles, was live gestreamt wird, wird automatisch auf den Servern von BAMP-User zwischengespeichert und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Man muss bedenken, jeder x-beliebige, jeder, der hier ist, kann einfach auf Camps 21 gehen, die Videos anschauen, so auch die Staatsanwaltschaft. Wieso untersucht sie dann die Büroräume bzw. die Privaträume, wohlgemerkt, von den ganzen Redakteuren, von den ganzen Streamern, von den ganzen Camps 21 Mitgliedern, wenn sie selber schauen können im Internet, was es da ist? Es gibt keine privaten Aufzeichnungen, welche nicht im Internet sind aktuell von Camps 21. Dann hier mal zum Bombenfund. Gestern Abend, 20.02 Uhr oder 22, ging die Pressemitteilung raus von der DPA, dass die Bauarbeiten hier verschoben wurden, mal im Groben gesagt. Und ja, sie...